Die aktuelle Welle von Atemwegsinfekten bringt Kinderkliniken in Deutschland an ihre Grenzen. Durch die Infektionswelle mit dem vor allem für Babys gefährlichen RS-Virus droht der Kollaps. Das sagen einige Intensivmediziner. Von einer katastrophalen Lage auf den Kinderintensivstationen spricht die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will jetzt gegensteuern. Für Kinderkliniken soll es nach den Gesetzesplänen der Ampel 2023 und 2024 jeweils 300 Millionen Euro mehr geben. Wir werden mit einer Situation konfrontiert, wo in Deutschland weniger als 100 Intensivbetten für Kinder noch zur Verfügung stehen. Zahlreiche reguläre Stationen sind bereits voll belastet und wir sind absehbarerweise noch nicht am Ende dieser Welle. Das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt diese 300 Millionen Finanzunterstützung für die Kinderkliniken zur Verfügung stellen, sodass mehr Personal ausgebildet und auch also eingestellt werden kann.